Yeah, get this down. Pop side. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder in unserer Parkside-Werkstatt begrüßen zu dürfen. Heute wollen wir uns ein Gerät näher anschauen, was sich bestimmt schon jeder einmal herbeigesehnt hat. Ein Airless Farbsprühsystem. System, das klingt jetzt erstmal ganz schön komplex, ist es aber nicht. Ich zeige euch, wie ihr das packt. Ein Farbsprühsystem hat einen riesigen Vorteil. Auch unebene Flächen wie zum Beispiel ein Gartenzaun oder ein Heizkörper können problemlos gleichmäßig lackiert werden. Auch Farbverläufe sind auf einmal möglich und das Ganze sprühnebelarm und druckreduziert. Noch besser aber, die Farbe wird unverdünnt direkt aus dem Eimer gesaugt und das spart viel Zeit. Auch gestalterisch habt ihr neue Freiheiten, so könnt ihr beispielsweise Wand und Heizung in dem gleichen Farbton sprühen. Aber gucken wir uns doch erstmal an, was in diesem praktischen und gleichzeitig hochwertigen Airless Farbsprühsystem noch alles mit dabei ist. Als erstes haben wir die Pumpeneinheit, also das Herz des Systems. Die Farbspritzpistole, verbunden werden die beiden Komponenten durch diesen 9 Meter langen Schlauch. Der Ansaugschlauch ist 1 Meter lang, vormontiert und kommt direkt in den Farbeimer. Und dann sind hier noch zwei Filter für den Farbfluss und zwei entsprechende Düsen, je nachdem, ob ihr eher dünnflüssige oder zähe Farbe verarbeiten möchtet. Bevor wir jetzt anfangen, Farbe auf die Wand zu bringen, müssen wir noch ein paar Dinge klären. Grundsätzlich gilt, die Vorarbeiten sind beim Sprühen, Rollen oder Pinseln immer gleich. Ihr spart mit dem System also vor allem Arbeitszeit beim Auftragen der Farbe ein. Mit ein bisschen Übung schafft ihr es, eure Malerarbeiten mehr als doppelt so schnell auszuführen wie mit Pinsel oder Rolle. Aufgrund des Aufbaus lohnt sich das Farbsprühsystem natürlich noch mehr für großflächigere Arbeiten. Vergesst nicht eure persönliche Schutzausrüstung beim Einsatz. Eine Atemmaske, Brille und Kleidung, die auch mal einen Spritzer Farbe abbekommen kann. Jetzt geht's endlich los. Als erstes rühre ich die Farbe gut auf. Von Lack über Lasur bis zur Dispersionsfarbe könnt ihr eigentlich alles nutzen. Nur wasserbasiert sollte eure Farbe sein, also zieht bitte nicht irgendwelche Farbreste aus dem Kellerregal hier durch. Die Wand sollte trocken, sauber und saugfähig sein, so wie bei jedem Anstrich. Dann hänge ich den Saugschlauch der Pumpeneinheit einfach in den Eimer rein. Nachdem ich die Pumpe eingeschaltet habe und sehe, dass durch den Rücklaufschlauch Farbe zurückläuft, stelle ich den Funktionsschalter auf Spray und es kann losgehen. Für ein schönes Ergebnis muss man wie bei jedem neuen Werkzeug ein bisschen üben. Die Einstellung des Systems macht ihr auf einem großen Stück Pappe und nicht direkt auf der Wand. Und auch da wird die Maschine ein- und ausgeschaltet. Macht das bitte nicht direkt auf dem Objekt. Die Spritzer würde man hinterher sehen. Der Abstand zur Wand sollte beim Arbeiten zwischen 20 und 25 cm betragen. Die Pistole wird mit dem ganzen Arm ruhig und im rechten Winkel zur Wand geführt. Wenn ihr Pause machen wollt oder fertig seid, stellt den Funktionsschalter auf Prime, entlüftet das Gerät und lasst die Farbe ablaufen. Dann dreht ihr den Druckregler auf 0, dann rastet ihr die Sicherung ein und schaltet die Pumpe ab. Zu guter Letzt, so ein Farbsprühsystem muss nach dem Einsatz gut sauber gemacht werden. Haltet euch dabei immer an die Bedienungsanleitung. Das ganze Handling erklärt sich im Einsatz eigentlich von selbst. Ihr werdet sehen, dieses Gerät macht wirklich Spaß und bringt tolle Ergebnisse. Das war sie auch schon, die Vorstellung des Parkside Airless Farbsprühsystems. Ich hoffe, dass euch das Zuschauen mindestens so viel Spaß gemacht hat, wie mir das Arbeiten hier. Und ganz ehrlich, wer sich einmal für so ein Farbsprühsystem begeistert hat, der wird wohl in Zukunft weniger zum Pinsel greifen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein und immer dran denken, egal was, du packst das.